Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einer neuen Runde Animal Crossing New Horizons. Heute werden wir nicht nur über die Direct reden von Pokémon Presents, sondern wir werden auch Videos anschauen. Oh mein Gott, wir werden Videos mal anschauen. Ich fasse es nicht. Fangen wir an. Wir fangen einfach direkt an, ja? Ich nutze Animal Crossing, glaube ich, jetzt momentan eher für News oder für Talking-Gespräche und sowas ähnlichen. Finde ich einfach, bietet sich an. Da kann man so ein paar Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel, gleich gehen wir wieder tauchen, nachdem wir bei den Läden waren. Und ja. Genau. Ja gut, Leute. Ne? Gerade war die Pokémon Direct. Die Pokémon Präsenz. Wir müssen jemanden finden, der was verloren hat. Ja, es wurde Anfang was über Pokémon Snap gezeigt. Neuer Trailer und sowas. Sieht immer noch cool aus, ne? Werden wir auch spielen. Und dann Leute. Oh Gott, ich blende euch jetzt den Trailer ein. Ich hoffe, das klappt. So, währenddessen laufe ich ja am Strand entlang. Schaut mal hier ganz genau hin. Oh mein Gott, das ist ein Nintendo DS. Plinfer. Shellast. Wo ist Panflam? Ich habe Panflam, glaube ich, noch nicht gesehen. Oder ich habe es gerade vergessen. Ist es etwa das lang erwartete Sinnoh Remake in einem neuen Glanz? Was? Chibis? Mann, wieso habt ihr denn kein Grafikstil von Let's Go genommen? Ah, das sieht doch nicht schön aus. Nein, nicht der Typ. Da sehe ich das. Keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie die sehen da hießen. Oh, Untergrund. Untergrund gibt's wieder. Natürlich Trainerkämpfe, ne? Wer hätte es auch anders gedacht? Genau, Leute. Da, schaut mal ganz genau hin. Ping, 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 ping. Und die Statue natürlich. Strahlender Diamant. Und leuchtende Perle. Das sind die neuen Editionen für dieses Jahr. Finde ich? Ja. Für mich persönlich eine leichte Enttäuschung. Muss ich einfach sagen. Ich lass den, glaube ich, nochmal laufen. Einfach so nebenbei. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Ich mache ihn jetzt aber kleiner. Wir haben es ja jetzt einmal gesehen. Ah, so. Warte mal, Susu. Ich habe eine Fundsache für dich. Ja, also meine erste Meinung war so, wieso habt ihr nicht sowas wie Let's Go Grafik gemacht? Weil so sieht das einfach nur, weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Und ich finde die Chibis nicht so schön, wenn die laufen. Das sieht nicht gut aus, finde ich. Ich meine, wenn sie stehen, okay, ja, sehen sie in Ordnung aus, aber alle Chibis sehen seltsam aus. Ich weiß nicht warum. Aber im Kampf, ne, sieht halt wieder jeder normal aus und es sieht auch gut aus. Sieht einfach gut aus. Aber rumzulaufen, es sieht wie ein Handygame aus tatsächlich. Das muss man leider sagen, ne? Muss man wirklich zugeben, dass es aussieht wie ein Handyspiel einfach. Muss ich ihn so ansprechen? Wir warten doch alle schon. Ne? Auf dieses Remake, ja? Und dann zeigen sie wirklich so ein Remake. So ein Mission Pack. Sunny. So was Schönes. Naja, Leute. Ich war ja anfangs auch von Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu bisschen, ne? Nicht so gut zu sprechen, weil das sah mir ja damals schon aus wie ein Handygame. Aber, ne, die Spiele, die haben mich dann gelehrt, ja? Belehrt, dass sie dass sie einfach akzeptiert werden müssen. Und auch wirklich
sich richtig gut gespielt haben. Also hätte man mir gesagt, ja, entweder ihr kriegt ein Chibi-Remake, ja, oder ein Let's Go, ja. Was würdet ihr nehmen? Dann würde ich jetzt auf jeden Fall das Let's Go nehmen, Leute. Ja, auch wenn ich das nicht wollte, weil dann weiß ich ganz genau, okay, ich kann nicht alle Pokémon da haben. Es laufen dann nur die Pokémon rum, die in Diamant und Pearl drin sind. Und ich weiß nicht, ob das noch über 100 waren. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich könnte an der Grenze noch ankratzen. So, komm, ein letztes Mal zeige ich euch den noch. Ja. Da oben, da ist er. Zieh noch mal ein bisschen größer. Soll ich den nach hier unten? Da ist eh die Karte, ne? Ja, da ist eh die Karte. So, ein letztes Mal und danach kommt das nächste Thema tatsächlich. Wir werden dieses Spiel trotzdem spielen. Ich werde wahrscheinlich eh beide kaufen. Ne? Schild habe ich jetzt mich durchgequält. Wirklich. Ich habe noch nicht die Endstory fertig. Wo dieser komische Schwert und dieser Schildhaar-Typ kommt. Die ja behaupten, dass sie die Prinzen sind oder König von Galar. Das werde ich dann jetzt noch irgendwann machen, die Tage. Okay, der hat nichts Schönes. Ich überlege gerade. Ende, ja, hier. Ich habe dran. Ach, der sitzt im Wagen. Hast du hier? Ach so. Ach, Mann. Und ich finde das Gras da nicht so schön. Es sieht aus wie Smaragdgras, nur ein bisschen haderiger. Haderiger, ja. Hä, ich hab doch. Hab ich nicht noch diese Fundsache da? Oder so. Okay, sehr interessant. Ja, ist das auch nicht. Ja, dann kann ich ja nur noch da hinten gucken. Ja, Leute. Dann wurde aber noch was angekündigt. Ich würde es mal nennen. Ein Pre-Make. Ein Pre-Make? Seht einfach selbst, Leute. Seht einfach selbst. This is a tale from a long, long time ago. Meine, das sieht when auch the schön Sinnoh aus, region ja. was still only a vast wilderness. Ich suche noch eben die anderen Leute. A certain hier. Village bustled with the comings and goings of people. Und das Rezept, das while in the mountains and seas, so, Pokémon roamed as they pleased. Das ist richtig schön geworden. Aber es war auch bei Pokémon Schild und Schwert der Fall. Das ist nämlich der Kraterberg. Denn das ganze Spiel, ne, ist vor Diamant und Pearl. Heißt, Open World Pokémon, nur, ich glaube, 100 Jahre vorher oder sowas. Oder, nee, zig Jahre vorher, denn da geht es halt um Arceus, Arceus, dem Gott von Pokémon, der die Welt erschaffen hat. Er hat die Welt erschaffen. Und ja, da wird dann irgendwie ein bisschen die Geschichte von Arceus einem beigebracht. Das ist sehr spannend. Und ich denke, Arceus wird man dort dann auch erstmal zeigen können. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es sieht jetzt noch nicht so toll aus wie Zelda. Ja, ist nämlich ein Open World Pokémon. Aber die Artbox, das da werden außerdem die drei Starter sein. Bautz, Otaro und Feurigel. Und ja. Ne? Wie findet ihr den? Wie findet ihr den Trailer? Ich finde das Spiel, und das soll ja schon 2022 rauskommen. Anfang 2022. Also denke ich wie, hier. Pokémon Snap. Wie heißt das? Hier. Im April oder März, denke ich. Und ich denke tatsächlich auch,
dass wir nennen, this is ja a tale from a long, long time ago. Und dann der erzählt when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. Aber ich denke, nächstes Jahr könnte, glaube ich, ein Let's Go wieder a certain village bustled with the das comings so and goings of people. Ist meine aktuelle Vermutung. While in the neue mountains gehen, and seas, Pokémon roamed obwohl as they pleased. Obwohl, die haben sich ja in zwei Teams aufgeteilt. Und hier, Pokémon Field to Gen wurde der Hauptteil von Eklat gemacht. Die haben auch Pokémon Bank mitentwickelt und so. Und ja, ich denke einfach, ne, das wird wahrscheinlich dann so sein. Es wird dann wahrscheinlich so sein, dass wir nächstes Jahr noch ein Hauptspiel bekommen. Was ich cool finde. Was natürlich dann auch wieder qualitativ besser ist als jetzt die zwei neuen. Also, ne, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Muss dann auf jeden Fall besser sein als das. Ich würde dann mal mit Let's Go Johto rechnen. Let's Go Johto oder tatsächlich schon die neue Gen? Oder es gibt wieder irgendwelche DLC. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht. Und ich hoffe ja, es gibt meine Pokémon-Villa. Also es gibt die Villa, die man da selbst bauen konnte. Swimmingpool kaufen konnte. In Einrichtungen. Das fand ich cool. Aber es gab es nur in Party. Deswegen denke ich, das wird es jetzt hier nicht geben, weil. Denn das sind komplette Remakes. Nur Remakes, Leute. Da ist, glaube ich, nichts anders gemacht worden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie da vielleicht dann noch was gemacht haben. Und ja, Arceus, ne, das werden wir dann bestimmt auch spielen. Ich hoffe, da tut sich auf jeden Fall noch viel dran, weil es sah noch nicht so gut aus. Ich weiß, alle Anfänge schwer. Ich weiß auch nicht, wie lange die da dran schon sitzen. Ich hab gehört, dass sie das eigentlich mit Pokémon Schwert machen wollten, aber dann hatten sie keine Zeit mehr und dann haben sie halt normales Schwert. Also in Anführungsstrichen normales Schwert gemacht. Und ich hoffe, es wird nicht online sein, weil dann leidet die Grafik und alles Mögliche. Deshalb lieber erstmal vorsichtig, Nintendo, ja. Game Freak. Macht lieber schöne Grafik, ja. Und scheißt auf Internet. Wirklich. Scheißt auf das Internet. Ja, bitte, bitte, bitte. Weil ich will nicht so eine Naturzone da nur haben. Weil so sah es leider aus. Wie eine etwas schlechtere Naturzone. Zumindest von den DLCs her, ne? Die waren nämlich etwas besser, fand ich. Ja. Das wurde alles angekündigt. Freuen tue ich mich aktuell eigentlich am meisten auf Pokémon Snap. Und dann auf Diamant und dann auf das andere. Und mit Diamant, da muss ich mich wahrscheinlich erstmal anfreunden. Ist einfach nicht so mein Grafikstil, ne? Ich meine, da hätten sie lieber Diamant so ankündigen können, also das alte. Das hätte mir mehr gefallen. Bin ich ganz ehrlich, ne? Irgendwie, Pokémon hat es momentan nicht mehr drauf für mich. Wie hast du. Achso, da war was. Mich irgendwie. Ja, weiß ich nicht, ne? Es ist halt nicht mein Grafikstil. Und das ist ein kleines Problem für mich. Pokémon Mystery Dungeon sah ja auch schon so blöd aus. Also, ne? Nicht blöd, aber. Ja. Nicht so cool halt. Nicht so gut. Sah halt so verwaschen aus und so. Und das Chibi-Spiel sieht leider auch ein bisschen so aus. Das finde ich nicht so schön. Boah, Junge hier. Boah, ich hasse dieses Tauchen hier. Wirklich. Wer taucht hier jeden Tag diese Kackmuscheln hinterher? So, komm jetzt her hier. Bitte. Bitte, bitte. Ich brauche einen Abschluss. Oh Gott. Ja, ja. Schwimm wieder runter und schnapp dir das da. Ach so, jetzt bist du da dran vorbei. Oh! Mann! Er hat geschlafen, dieses Ding. Wieder runter. Komm, 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 komm. Es ist erschöpft. Du kriegst es nicht. Oh Gott. Wie weit geht's denn hier noch lang?
Ist hier nicht gleich mal Ende? Da ist Ende. Runter. Und hinterher. Ah, ah, ah. Hier ist ja die... Ah, ja. Wir haben es nicht. Wir haben's. Wir haben's endlich. Was ist das denn? Ja, eine Scotto-Planes. Wer ist Scotto und wieso soll er etwas planen? Oh, gut, Leute. Das war auf jeden Fall mein leichter Nintendo Rage. Ne, wie gesagt. Not the yellow from the egg. Ich hab mir ein bisschen mehr erwartet. Also was Schöneres. Ja, Mann, das ist gemein, oder? Das ist echt gemein. Wirklich gemein. So, ich fange noch hier eben den hier. Und dann war es das auch mit dem Part. Puh. 25 Jahre Pokémon. Morgen ist ja dieses Konzert von Post Malone. Ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen werde. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube nicht. Ich bin nicht so der Konzerttyp. Schaue ich mir lieber kleine YouTube-Videos an. So, jetzt haben wir dich aber auch. Sehr schön. Und eine Krabbe. Okay. Dann bringe ich mal eben das Ding hier noch nach Hause. Zu Eugen. Ja, Leute, ich habe mir noch hier so eine Collections gewünscht. Ne? Aber die wünscht sich ja natürlich seit, hier, wie heißt es? Seit der Mario Collection jeder. Es gab keine Zelda Collection, ne? Es wird wahrscheinlich auch keine Pokémon Collection geben. Ja, damit müssen wir einfach leben, Leute. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Auf strahlender Diamant. Vielleicht wird das eine ein Twitch-Projekt werden und das andere ein YouTube-Projekt. Müssen wir mal gucken. Nuzlocke würde ich nicht machen, weil ich gerne das Spiel einmal sehen möchte. Habt ihr das eigentlich auch? Jetzt an die Pokémon-Spieler hier, ja? Dass, wenn ihr ein Spiel neu startet, neu anfangt und dann instant mit anderen Pokémon kämpfen wollt, dass ihr sehr oft verliert? Beim ersten Durchspielen habe ich nie das Problem, dass ich so schlecht bin. Also, dass ich verliere und sowas. Habe ich nie das Problem. Aber beim zweiten Durchspielen. Immer. Immer. Manchmal habe ich sogar Blackouts. Aber vielleicht ist das eher, wenn ich die ganze Zeit nur A drücke. Ja, mal gucken. Na gut, Eugen, was sagst du denn? Sieht für meinen Geschmack zu gleichen Teilen betörend und verstörend aus. Es handelt sich bei ihm um eine Art der Seegurken. Und es bewandert in großer Tiefe den Meeresboden. Diese Schweinchen-Rösser-Kuriosität wird etwa 10 cm groß und zieht auf 10 röhrähnlichen Beinchen umher. Und ganz wie ein Schweinchen scheint es auch im Boden nach Nahrung zu schnüffeln. Doch gierige Jäger seien gewarnt. Statt nur mit Geckgrunze reagiert es mit einer gehörigen Ladung Gift. Und das war's im Grubbeln. Ja, super. Okay, Leute, das war's mit Animal Crossing. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wahrscheinlich am 1., wenn wir endlich die Mario-Möbel haben. Endlich. Ja, und dann können wir vielleicht auch wieder über Serien reden. Obwohl ich gerade überlegen muss, ich habe keine geschaut. Außer Detektiv Conan. Okay, tschüss.